21. Hesinde, Winter. Ihr befindet euch auf der Reise in die Wildermark, nun an dem Zolldörfchen Holzbrücken. Die Welt scheint hier noch in Ordnung, nah am Ochsenwasser gelegen und von keinen Schrecknissen verheert, liegt es isoliert vor euch. Der Büttel war freundlich, aber zurückhaltend. Die Luft ist kalt und der erste Schnee liegt in der Luft. Man kann ihn fast erahnen, auch wenn noch nichts vom Himmel herunterfällt. Der warme, prickelnde Kamin in der Gaststube hat die Kälte aus den Gliedern vertrieben und so sitzt ihr gerade beim Frühstück. In der Taverne neben euch zwei weitere reisende Barden mit ihren Lauten und Flöten auf dem Tisch. Von hier aus sind es wohl noch 17 Meilen zur Hauptstadt der Markgrafschaft Dettenhofen. Und so beginnen wir. Seht ihr diese beiden Gestalten da drüben? Ob sie wohl auch Speer sind? Ihr könnt sie ja fragen. Also für mich sind die aus Musiker. Nun ja, der Feind tat sich auf vielfältige Weise. Und ich denke nicht, dass sie es zugeben würden, wenn sie Speer wären. Haben die anderen doch auch. Also wenn sie so gut musizieren können, wie die anderen Maurern konnten, na dann gute Nacht. Und dann fragt sie doch, ob sie uns was vorspielen wollen. Ich habe nicht zum Glück etwas Kleingeld. Ich habe nur große Münzen, wenn ihr versteht. Ach, ich bin davon überzeugt, die nehmen auch große Münzen, also mir. Das glaube ich gern. Los, die haben dann was lieber raus. Ah, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag, guten Morgen. Ich habe gesehen, ihr schaut zu uns rüber. Dürfen wir euch ein Ständchen bringen? Aber sicher doch. Vielleicht etwas Heroisches oder etwas Trauriges, Melancholisches. Wie hätten Sie es denn gerne, die Herren, die Damen? Warum nicht ein fröhliches Wanderlied? Etwas Aktuelles vielleicht. Etwas Aktuelles. Habt ihr schon von den Helden gehört, den Helden von Gareth, die vor einigen Monaten dafür gesorgt haben, dass die Stadt von Galotta über der finsteren Dämonenbrache unterging? Er wedelt dabei so ein bisschen mit seinen Armen, um gruselig zu sein. Nein. Noch nie. Erzählt mal. Also, es war ein Märchen, und zwar über die gewisse eine finstere Magierin und die Jaroslaus, wie war das nochmal? Moment, ich komme rüber. Zeit, er ist noch neu. Es ging nicht um Isarun, es ging um diesen finsteren Jalan, der war finster. Ein finsterer Paktierer, der die Seiten gewechselt hat und dann sich nach oben schießen ließ mit einem Katapult von dem Zwerg. Genau. Boah, Zwergen, das gefällt mir gut. So. Ein finsterer Paktierer, ja. Genau, er hat die Seiten gewechselt. Ein widerlicher Verräter, so sagt man. Und nachdem und warum er sich... lässt er sich dann auf die Festung schießen? Weil er Galotta verraten hat. Ihr müsst wissen, dass er einst im Hofstaater von Galotta war und auf dem finsteren Turnier wohl gestritten und geritten ist. Aber Wendelin, mach mal ein bisschen die Laute und ich versuch's mit ein bisschen mit der Flöte und dann, ihr müsst wissen, andergastische Musik ist die beste Musik. Man kann die Eicheln im Hintergrund sogar hören, wenn man genau sich darauf konzentriert. Das klingt doch verheißungsvoll. Das klingt schrecklich. Ulamin formt stumm die Worte Maurer in Richtung Jalan. Nun, dann spielt doch einmal. Es klingt andergastsch. Es klingt wahrlich andergastsch. Also sehr hinterwäldlerisch. Und so erzählen sie eine Weise, die bestimmt ist von Verrat, von Lug und Betrug, von einem Paktierer, der sich gegen seines Wart gewendet hat, von finsteren Zauberern. Und die Namen kommen wohl von euch allesamt vor, wenn ihr denn dabei wart. Aber am Ende des Liedes geht es darum, wie der finstere Ömer gemeinsam mit Leonardo geflohen ist in Richtung Yolgomak. Den Splitter im Gepäck.
Nun, vielleicht habt ihr etwas Aufmunterndes nach dieser furchtbaren Geschichte. Ich dachte etwas Aktuelles. Na gut. Dann vielleicht ein paar Weisheiten, ein paar bisschen Klatsch und Tratsch. Immer gern. Er schaut so ein bisschen hilfesuchend zu dem anderen Baden. Er merkt, sie macht das noch nicht so lange. Wusstet ihr, dass die Baronin von Dettenhofen gestorben ist und man hört sie nachts trotzdem noch weinen? Interessant. Woran ist sie denn gestorben? Sie ist vom Turm gefallen. Und wann war das? Das ist jetzt auch wieder nichts. Das ist wieder so traurig, ne? Wir sollten lieber etwas anderes erzählen. Ein Hof nebenan. Da gibt es kleine Kätzchen, die werden verschenkt, weil sie hatten dann wohl im Sommer zu viele im Wurf und da kann man sich jetzt Kätzchen mitnehmen. Wie wär's mit dieser Barone, sagt ihr? Boah, Moment, ich finde die. Wie ist sie denn vom Thema Turm gefallen? Sehr angenehm. Erzählt mir mehr über die Kätzchen. Ach, Volta. Was? Eins nach dem anderen, mich interessiert die Baronin auch. Sie wird doch wohl nicht einfach vom Turm gestürzt sein. Rovin hat wohl erfahren, dass die Baronin sehr einsam war und sich deswegen selbst vom Turm heruntergestürzt hat. Liebeskummer, versteht ihr? Wer ist Herrscher an ihrer Stadt? Roderick von Rabenmund. Es ist der Vogt. Nee. Er ist nur ein Vogt, nicht der Baron, aber seitdem ist er wohl als Verwaltung in Dettenhofen eingesetzt. Hatte sie keine Nachkommen? Kein Erben? Das weiß ich noch nicht. Wir kommen aus Andergast, mein Herr, wie wir doch schon sagten. Wir kennen uns mit den Dettenhofschen Gebräuchen und der Markgrafschaft nicht ganz so gut aus. Das klingt mir doch sehr suspekt, diese Umstände des Todes. Aber der Vogt ist verheiratet, so sagte man mir. Mit Rohalla von Raben und Drehlingen. Wie immer das sein mag, aber gibt es sonst noch irgendwelche... Nun ja, wie ist die Baronie seitdem regiert worden? Gut? Schlecht? Streng? Strenger? Wie eine Fahne im Wind, so sagt man, so zumindest Roderick nach. Aktuell soll er wohl, zumindest vor kurzem, soll er wohl noch Fürstin Nimmergunte die Treue gehalten haben, aber seitdem die gestorben ist, ist er wohl eher auf der Seite von Answin von Rabenmund. Und der zieht jetzt ja gerade im Norden irgendwo entlang. Bitte wie noch einmal? Ich lasse euch doch gern wissen, dass die Fürstin Hermegunde sich der Lebendigkeit erfreut. Ach, ihr kommt gerade von da? Tatsächlich, ja. Dann sind unsere Informationen wohl falsch gewesen. Aber Rommelis steht noch? Selbstverständlich steht Rommelis noch. In Dettenhofen sagt man anderes. Rommelis sagt es doch wohl. Dann ist es doch wohl eure preisgefällige Pflicht, diese Wahrheit kundzutun, nicht wahr? Das werden wir tun. Wir bekommen noch ein halbes Silber von euch für diese Geschichten. Aber natürlich. Habe mir. Habt ihr kein eigenes Geld? Ja. Ich gebe Ihnen ein ganzes Silberstück, ich will jetzt ganz sagen. Sehr großzügig, sehr spendabel. Wenn ihr wollt, für das halbe Silber mehr, bringen wir euch auch zu diesen Kätzchen. Warum denn nicht? Ich nehme an, es liegt auf dem Weg. Ja, das klingt doch sehr gut. Was wollen wir denn mit Kätzchen? Aber mir, ja. Lasst den guten Mann doch einfach. Ein bisschen Kätzchen, das kann jeder vertragen. Schaut mal, aber mir heißt genauso wie der Mann in der Geschichte. Interessant, nicht wahr? Was ein Zufall. Ja. Glücklicherweise hat der Mann in der Geschichte mit euch auch nur die allermindesten Übereinstimmungen. Zum Glück. Ihm könnte man fast Heldenmut unterstellen, aber da seid ihr ja sicher. Das lasse ich euch noch einmal durchgehen. Meine Herren, kommt jetzt. Genau. Ihr und eure Katzen. Ich hatte eigentlich gehofft, gegen Abend noch irgendwo runterzukommen. Wir sollten uns beeilen, nicht wahr? Ja. Wir sitzen beim Frühstück und ihr macht euch jetzt schon Sorgen um euer nächtliches Bett. Selbstverständlich. Ach so, wenn ihr auf dem Weg nach Dettenhofen seid, in der Mitte von hier gibt es einen Wachturm. Da sitzen gar grausige Gesellen, möchte man meinen.
Sie tun so, als ob sie Holzfäller wären, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Wir werden uns entsprechend in Acht nehmen. Oh, vielen Dank für den Hinweis. Wie gehört er mit euch? Und mit euch. Und euch. Wusstet ihr, dass in Alanfa die ganz unbeliebte Sklaven sind, weil die so fürchterlich nervig sind? Ihr meint Baden? Nein, diese Nostria und diese Hurensöhne, die neben ihnen wohnen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind Andergaster. Die mögen es gar nicht, wenn ihr sie mit Nostrianern vergleicht. Ja, die machen nur Ärger. Und jedenfalls ist ihre Geschichte der Hanebüchens drin sind, aber... Ach, nun, was soll man tun? Musikalisch sind sie auch nicht gerade. Und wären sie halbwegs begabt, würde ich mir Sorgen darum machen, dass diese Interpretation der Ereignisse ihren Umlauf nehmen könnte. Aber ich bin mir jetzt schon froh, wenn ich diesen Vortrag heute Abend wieder vergessen habe. Ich nehme an, den meisten Leuten wird es ähnlich gehen. Ja, also sie haben nicht besonders gut gespielt, dafür umso lauter. Also wollt ihr euch nun diese Katzen noch angucken oder nicht? Ja, natürlich. Boltags Katzen sind sehr schlechte Kämpfer. Ja, auch nicht mit den Katzen kämpfen. Wir müssen sie ja nicht mitnehmen. Ich will mal sehen, wie du da... Den Kätzchen streicheln. Ich möchte aber mal sehen, wie du deine Mira auf eine Ratte ansetzt. Da wird sie auch alt aussehen. Mira ist keine Ratten. Siehst du? Das ist unter ihrer Würde. Ich hoffe, sie ist doch kein Schatz. Was habt ihr denn nun gegen Katzen? Ihr beide bleibt einfach draußen. Mira soll sie nicht essen. Ihr beide bleibt einfach draußen, ja? Ja. Mira hat dir das beste Benehmen, aber gut. Schatz, lass dich von denen nicht ärgern, die sind Arschlöcher. Ja, wer ist mein Engel? Ja. Ja, dann lauft zu euren Vierbeinern. Ich bleib bei meinem. Ja, für einen etwas besorgten Blick zu meinen Mitkameraden. Lass er die Sache aber auf sich beruhen. Die nächste halbe Stunde könnt ihr bei einem Bauern namens Tassilo ein paar Katzen streicheln, der euch dann auch die Vorzüge von Katzen auf der Reise mit erklärt. Gerade auf Schiffen sind sie wohl auch sehr beliebt, bringen wohl Glück, wenn man sie mit im Gepäck hat, und wenn sie sterben, bringt das 7 Jahre Pech. Eine Katze würde ein Silber kosten. Ja, Laden, willst du keine Katze kaufen? Ich fürchte, unser Lebenswandel lässt es nicht zu, uns das Risiko aufzuladen, 7 Jahre Pech zu haben. Ja, aber die Vorzüge sind schon exorbitant. Das hat Tassilo ganz gut erklärt. Ja, genau, die sind sehr flauschig. Ja, schau mal. Oh, bist du nicht eine Süße? Ja. Eure Kätzchen sind entzückend, aber ich glaube, wir würden ihnen keinen Gefallen tun, wenn wir sie mitnehmen. Die sind in der Tat sehr niedlich. Ja, guck doch mal. Guck doch Hab mal. Ich euch dieses Gesicht. Ja, dann schau dir dieses Gesicht an. Habe ich dir vom armen kleinen Magnus erzählt? Nein. Ich fange ihn an den Schultern und versuche ihn von den Katzen wegzugehen. Ja, aber kleine Magnus war ein süßer kleiner Schiffshund. Oh. Jetzt ist er tot. Ich mag Hunde. Ja, wenn ihr euch dann wieder in Richtung Norden begebt, auf dem Knüppeldamm dem Weg nach Dettenhofen folgt, kann Jala noch etwas weiter ausholen, dass Magnus auf Maraskan zurückgelassen worden ist, nachdem das Gepäck für einen Schildkrötenpanzer dann doch zu eng war und der dann dort zurückgelassen worden ist. Eine sehr grausame Geschichte. Herzlos. Ja, nennen wir es herzlos. Kann man den betroffenen Mann noch auftreiben? Nein, wir haben ihn auf den Scheiterhaufen gebracht. Was? Weil er einen Hund zurückgelassen hat? Um Gottes Willen, nein! Weil er seine Seele verkauft hat. Bitte? Was wegen einem Schildkrötenpanzer? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, was er bekommen hat. Ich will es auch gar nicht wissen. Also Fragen, wenn man besser nicht stellt. Sehen kann, dass Menschen, die schlecht zu Tieren sind, auch allgemein meist keine guten Menschen sind. Das hätte wohl unser erster Hinweis sein sollen, aber... Wo sie recht hat. Ist ja doch immer ziemlich gemein zu meinem Bären, Asavo. Ich wollte gerade sagen, dass immerhin Rafim sehr nett zu Mira ist.
sie auch ein braves Mädchen. Naja, wer ist mein Engel? Oh. Wo waren wir? Ja, während ihr so den Weg die nächsten 10 Meilen gegangen seid, könnt ihr tatsächlich den angesprochenen Wachturm erkennen, der aus einem kleinen Palisadenwall herausragt, aus der Ebene. Auf der rechten Seite von euch könnt ihr ein kleines Waldstück erkennen und auf der linken Seite dann, wie gesagt, den Wachturm, der dann direkt an die Straße, an den Knüppeldamm mündet. Und von dort aus könnte man dann wohl über die gefluteten Felder in Richtung der ersten großen Insel vom Ochsenwasser hinübergelangen. Also hier wäre dann der Übergang möglich. Zumindest könnt ihr dort dann einige Segelschiffe erkennen, kleine Segelschiffe, die dann für den Ochsenwasser ausgelegt wären. Und auch auf der Entfernung könntet ihr dann einen großen schwarzen Turm hochragen sehen, der den Geschichten zumindest nach und den Sagen und Legenden der ehemalige Turm von Galotta sein müsste. Nun, wenn wir wirklich auf diese Insel, ich fürchte, dort gibt es nichts mehr zu sehen. Nun, ihr seid der Magier, Danestu. Ich dachte, es würde euch interessieren. Grundsätzlich würde mich das schon interessieren, aber ich fürchte, Generationen von Helden haben diese Insel restlos geplündert. Ja, wir müssen da nicht unbedingt hin. Nun, wir werden doch hier sowieso einkehren. In diesem Wachturm? War das nicht der Wachturm, vor dem man uns gewarnt hat? Nun, man wird uns so oder so gesehen haben, dann können wir uns auch vorstellig machen, nicht wahr? Meint ihr vorstellig mit den Wachturmstürmen oder mit den Reden? Nun, wir reden und dann werden wir sehen. Ja, wir halten uns die Stürmenoption offen. Finde ich gut. Ja, so könnt ihr den Weg weiter in Richtung Norden gehen, nur einige Meter weiter, bis ihr dann vor dem großen Palisadenwall steht, der Wachturm wohl auch besetzt. Aktuell könnt ihr auf dieser kleinen Palisade an dem Türchen sehen, wie dort wohl 2 Holzfäller stehen, die relativ muskulös aussehen, mit schweren Holzfällerexten in der Hand, Bart im Gesicht und relativ vernarbt aussehen. Lächeln euch freundlich zu. Ja, zum Gruße. Nandus zum Gruße. Hallo, Nandus zum Gruße. Wie können wir euch helfen? Wir bräuchten ein paar Nahrungsvorräte, wenn ihr diese habt. Tut mir leid, wir haben nur das Nötigste. Seid ihr auf dem Weg nach Dettenhofen? Tatsächlich, ja. In der Tat. Ja. Und wer seid ihr? Reisende. Ein Priot. Weißmagierin, Schwarzmagier, Sindegeweihter, ein Zwerg, was soll das sein? Oh, ihr kennt euch aber gut mit Magiern aus. Tatsächlich, ja. Weißer Robe, schwarzer Robe. Kurz gesagt, eine klassische Heldentruppe. Ihr seid also Helden, ja? Nennen wir es doch so. Er sieht sehr misstrauisch aus. Also ich bin erstmal gut aussehend, als allererstes. Wer ist der Vorsteher dieses Dorfes, wenn ich fragen darf? Wir sind nicht sicher, ob wir euch das sagen dürfen. Doch, dürft ihr. Alles gut. Das scheint mir schwerlich eine streng geheime Information zu sein, wer euer Dorfältester ist. Das ist kein Dorf, meine Dame. Das ist ein Wachturm. Und wir bekommen die Befehle vom Vogt. Müsst ihr euch dann in Dettenhofen erkundigen, ob ihr so eine Information bekommt. Also ist euer Herr der Vogt von Dettenhofen, richtig? Ja, so kann man das sagen. Und dieser Wachturm dient wozu? Lokan, wir haben hier Besucher! Hinter dem Tor, könnt ihr wohl auch jetzt Bewegung hören. Und knurren. Einer der Holzfäller, sie haben wohl auch gerade ihre Axt nicht gegriffen, aber die Hand ist bedrohlich nah an dem Gürtel, sodass sie dann eben sie schnell lösen könnten. Kann ich identifizieren, was da geknurrt hat? Gib mir mal eine
Ja, schwierig. Ich würde mal sagen, eine Abrichtenprobe. Die alle würfeln. Ja, immerhin. Wie sind das? 6 Punkte? Ja. Hast du Spezialisierung Dämonen? Hast du nicht, ne? Nicht auf Abrichten. Nicht auf Abrichten. es klang nicht sehr tierisch. Irgendwie nach einem Hund, aber nicht tierisch. Hast dich verunsichert. Es klang zweistimmig. Da drin knurren keine Hunde. Ihr haltet doch wohl keine Bären, oder? Das ist Holz, gefährlich. Hat jemand Holzfällen von euch? Holzbearbeitung. Ja, aber das hat, glaube ich, jeder. Das ist ein Basistalent. Könnt ihr würfeln? Um die Jäger einzuschätzen, um die Holzfälle einzuschätzen. Ulamin versucht die dabei mal beschäftigt zu halten, indem sie freundlich meint, gewiss habt ihr ein Auge auf diesen finsteren Turm da drüben und schützt die Bevölkerung vor, was auch immer für Ungeheuer von da kommen mögen. Ah, genau. Boltox kann mittlerweile wohl erkennen, wie auf der Innenseite des Tores jetzt jemand die Treppen nach oben steigt. Und das, was dich wohl am meisten zu stören scheint, da kommt wohl ein weiterer Holzfäller nach oben. Das sind aber auch keine richtigen Holzfäller-Äxte, sondern eher Kriegsäxte. Und dass so Holzfäller mit einer Armbrust herumlaufen, ist sehr ungewöhnlich. Selbst ein Jäger würde mit einem Bogen herumlaufen, aber auch die brauchen dann eine Jagdbewilligung für ihren Bogen. Armbrust sind aber Kriegsgeräte. Eure Äxte. Das ist ja wirklich schwierig damit, ordentlich was zu fällen, nicht wahr? Nee, wir sind kräftig genug. Ja, aber das Blatt, so wie es gearbeitet ist. Wir sind ja nicht so klein wie du. Bursch. Ja, was soll denn das heißen? Wenn jemand gut mit Äxten umgehen kann, dann sind wir Zwerge das. Damit hat er recht. Zwerge kennen sich mit Äxten aus. Ich wirke dich nach einer Axt aus, die sinnvoll ist zum Holzfällen. Was wollt ihr denn jetzt an diesem Wachturm? Wollt ihr jetzt rein oder wie? Vorräte haben wir nicht. Nun, wir hatten gehofft, wir könnten ein wenig unterkommen. Mein Lord! Was sollen wir tun? Komme. Dann könnt ihr es flirren sehen. Und plötzlich steht jemand an der Seite, auf der Innenseite der Palisade, guckt zu euch rüber, ihr könnt ja eine Kapuze erkennen und blickt in ein Gesicht, was ihr schon kennt, aus Romulus. Und er scheint euch auch zu erkennen. Initiative. Ja, und damit leite ich über in ein Voice-Over. Warum der Lord der unheiligen Bewegung sich dann an dieser Stelle hier aufhält, das erfahren wir dann nach einem Kampf, der jetzt in diesem Augenblick läuft. Der war dann doch relativ spannend, muss ich sagen, weil Yarlan dann die ein oder andere Wunde bekommen hat ohne Rüstung. Sie waren ungünstig positioniert. Glücklicherweise ist Isarun dann auch noch gekommen und konnte dann an der richtigen Stelle nicht nur einen Armatrotz zünden, sondern dann eben auch gleichzeitig mit Abelmir irgendwie Sphärenfeuerbomben, Feuerbälle. Allerdings ging es erst einmal damit los, dass es Sturmangriffe gab, nicht nur gegen Yarlan, sondern eben auch gegen die Zulamin, gegen die neue Raya-Geweihten. Es gab dann auch noch die weißen Hetzer, die mit ihren Zweiköpfen erstmal angesprungen sind und dann zugeschnappt haben. Mira war mit im Kampf dabei, hat dann eben auch gegen die weißen Hetzer gekämpft, also Wölfe gegen Bären, das war auch ganz interessant. Mira hat dann eine ganze Menge Schaden gemacht durch die Abrichtenproben von Rafim. Und Yarlan wurde dann die Kniescheibe zertrümmert durch den Lord der Unheiligen Bewegung. Der hat erst einen Angriff nach vorne gemacht mit akzelerierten, orientierten Geschwindigkeiten. Erst auf Zulamin und dann in den Rücken von Yarlan, so wie es sich für einen Paktierer von Lolgramot gehört. Der Verrat, der Angriff von hinten, richtig schön, dann auch ohne Paradeerlaubnis für Yarlan, sodass der dann eben zu Boden ging und wäre tatsächlich dann auch gestorben, wenn die anderen nicht gewesen wären. Unter anderem dann Zulamin tatsächlich, die an dieser Stelle dann mit einer Trefferzone Kopf und einem Säbel mit Wuchtansage das Leben von dem Lord der unheiligen Bewegung beendet hat. An dieser Stelle war dann der Kampf auch relativ fix vorbei. Das hätte sehr, sehr blutig werden können. Auf der Karte könnt ihr, glaube ich, 10 bis 12 Irrhalkengardisten erkennen, die dann in Verkleidung des Holzfällers sind.
Aber ja, so 10 bis 12, ja, das tut tatsächlich auch weh, wenn da Sturmangriffe kommen, eine nach dem anderen, dann wird auch so eine Heldengruppe sehr, sehr schnell sehr müde. Aber durch die Ignisphäre voller Feuerbälle, ich habe darauf gehofft und ich habe sie bekommen und dementsprechend ging das dann doch sehr einfach. Der Kampf war vorbei und die Leichen werden eingesammelt. Es geht weiter. Viel Spaß. Oh, na, bitte, oh, genau, oh. Genau darauf habe ich gehofft. Ja, dann beschreib doch mal den Rest der Szene. Kannst sehen, wie Jana mit einem Schrei und einem gebrochenen Kniescheibe zu Boden geht, sich sein Bein hält. Der Lord holt ein weiteres Mal auf mit seinem Hammer und möchte den Kopf von Jalan zertrümmern. Ja, also die Raja-Geweihte hat gerade noch zweimal den weißen Hetzer pariert, sieht, wie ihr Gefährte, der Prios-Geweihte, zu Boden geht und holt weit aus mit dem Säbel. Ihr langes schwarzes Haar weht wie ein Vorhang um sie herum und sie schlägt zu. Mit aller Kraft, die in ihrem schlanken Körper steckt. Und ja, erwischt den Paktierer am Hinterkopf, der blutend zusammenbricht. Ja, mit feinen Kräften könnt ihr auch noch die letzten beiden weißen Hexer richten. Mira knuspelt noch ein weiteres Mal auf dem zweiten Kopf herum. Rafim kann dann ebenso den zweiten weißen Hexer dann beiseite räumen und so liegt nur noch mit einem Wimmern Jalan auf dem Boden und hält sich sein Knie. Ich würde mal über Jalans wimmernden Körper schreiten, zu damit zugehen, das war ein wunderschöner Schlag. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber er war wunderschön. Die Ausführung, die Gewichtsverteilung, oh, wunderschön. Ulamin lächelt und reicht Rafim den schmalen Unterarm zum Kriegergruß. Ja. Der von ihrer Klinge tropft. Oh, sehr schön. Ah. Greifen wir uns, jetzt liegt er nicht so rum. Ach, achtmal verfluchter Mist. Hilf mir mal auf. Oh, warum müsst ihr uns immer blamieren, egal wo wir hingehen? Oh ja, es tut mir leid, dass der Paktierer des Testfighters getan hat, was er tut und Leute in den Rücken fällt. Sagt einmal, soll euer Knie so aussehen? Ich glaube nicht. Aber mir schaut doch einmal. Ich glaube, das ist verdreht. Wenn mir irgendwer aufhilft, hüpfe ich auch auf den gesunden Bein. Dann bin ich da herum. Jetzt haltet doch einmal still. Ja, ich stütze mich dann auf. Komm, nehmen wir schnell das Havo ab. Ich würde mal Jalan unter den Arm packen und ihn hochhalten. So. Danke, jetzt, schätze ich. Ich bin immer bereit zu helfen. Kenn mich doch. Warum gehen wir nicht hinein und suchen uns einen Ort, an dem wir uns hinsetzen können? Wir kommen hier heute eh nicht mehr weg. Wer war das und warum haben sie uns angegriffen? Ja, wir haben euch, die Iserun hat euch bestimmt von den Ereignissen in Romulus erzählt. Da waren so viele. Oh, ja. Das. Tatsächlich sind wir dieser Person schon einmal begegnet. Allerdings den verkleideten Holzfällern, das weiß ich gerade nicht. Vielleicht? Ja, so vernarbt wie sie sind und Boltak sagte etwas davon, dass das keine Kriegswaffen sind oder dass das Kriegswaffen sind, wenn man sie sich so ansieht. Sicherlich hatten sie Lug und Betrug in der Hinterhand. Aber vielleicht finden wir hier noch einen Überlebenden. Schaut Asavo mal durch die geborstenen Wände der Palisade, die Mauer, die weggebrochen ist. Und geht mal umher. Möchte jemand einen Schicksalspunkt ausgeben, damit noch ein Überlebender da ist?